Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Landschaft Entlebuch gehört nicht zu den Regionen, die wirtschaftlich auf der Sonnenseite sind. Das Gebiet ist erst vom 9. Jahrhundert an besiedelt worden, und zwar von den Alemannen. Das sieht man noch heute an den vielen Einzelhofsiedlungen, die immer die gemeinsame historische und wirtschaftliche Vergangenheit mit dem benachbarten Emmental erinnern. Vor dem 14. Jahrhundert sind die Entlebucher ausschliesslich ein Hirtenvolk mit Alpwirtschaft gewesen. Nachher haben sie, und das erstaunt einem heute ein bisschen, vor allem ziemlich intensiv Ackerbau betrieben. Eine Entwicklung, die später wieder durch die Alpwirtschaft und Weidewirtschaft ist abgelöst worden. Und auch durch die Pferdzucht. Schon 1640 konnte Entlebucher 400 Stück Vieh nach Italien exportieren. Ihre Alpkäsereien waren berühmt. Sie sind allerdings im 19. Jahrhundert nach und nach durch Talkäsereien verdrängt worden. Das Entlebuch ist noch heute ein Bauernland, trotz der Abwanderung, die diese Region betroffen hat, die allerdings weniger schlimm war als in anderen Berggebieten. Es gehört im Industriestaat Schweiz zu den sogenannten Problemgebieten. Welche Probleme das es hat, zeigt uns ein Film von der Valerie Blickensdorfer. Dabei sehen wir, dass zwar am Geld manches hängt, aber nicht alles. Entlebuch, das ist ein Begriff, den die meisten in Zusammenhang bringen mit einer schönen voralpinen Landschaft. Hügel, Berge und Strassen, die sich zwischendurch schlängeln. Ja, in diesem Wort liegt für viele fast ein kleinen Hauch Ferienstimmung drin. Man ahnt auch, ja man sieht sogar, dass vor allem das obere Entlebuch sozusagen eine riesige Landwirtschaftszone ist. Kaum Industrie. Einfach kleine Dörfli und unzählige Einzelhöfe. Für den, der da durchfährt, da und dort stehen bleibt und die wirklich intakte Landschaft geniesst, ist es eine in sich geschlossene, schöne kleine Welt. Ohne Sorgen, ohne Fragen, voller Idyll. Vielleicht bestaunt er noch die Arbeitsleistung, die hinter dieser sauberen Welt steht. Aber mehr weiss er im Allgemeinen nicht. Es geht jetzt sicher nicht darum, das Bild zu zerstören und aufzuzeigen, dass da hinten in den Seitentälen da und dort der Boden in allen Sinnen vom Wort ins Rutschen kommt. Aber Schattenseiten hat die Sonnenwelt dahinten eben doch. Und um die muss man wissen, wenn man dazu beitragen will, dass die Schatten kleiner werden. In dem Seitental von Wicken mit seinen steilen, schwer bewirtschaftbaren Hängen ist es schon vor Jahren zur Abwanderung gekommen. Und solche fast vergessene Täle gibt es im Entlebuch noch mehr. Der Grund von dieser Abwanderung ist vielschichtig und sicher in jedem Fall etwas anders. Die Unrentabilität, die Abgeschnittenheit, die wesentlich strengere Arbeit als im Tiefland, vor allem aber der Wegzug der Jungen. Das sind sicher die häufigsten Gründe. Das ist das oberste Heimat der Stierenweide. Früher haben hier vier ledige Schwestern gebaut. Sie sind jetzt in der Zwischenzeit 65 geworden und sie ins Tal abgezogen. Das Heimat ist verkauft worden an einen Viehhändler. Und er tut jetzt hier oben weiden. Graset wird nicht mehr, geheuert wird nicht mehr. Ein älterer Hirt tut das Vieh besorgen. Und schaut zu der Weide. Existenz ist es keine mehr. Totalem Zerfall preisgeben ist dahin kein Hof. Wenigstens hat man noch Notlösungen gefunden.
Das letzte Jahr hat der Professor Dr. Hauser von der ETH Zürich zusammen mit Landwirtschaftsstudenten eine agrarsoziologische Übung über die Probleme der Bauern im Oberen Entlebuch gemacht. Einer der Informanten war der Herr Rubin von Wicke. Er ist es jetzt auch, der uns den Werdegang von diesen Höfen dahin erzählt. Dem Haus hier, sein zweitoberst in diesem Tal, hat er sich selber angenommen, um ihm wieder neues Leben zu geben. So nach dem Motto, wenn man Lösungen sucht, dann findet man sie auch. Durch einen glücklichen Zufall bin ich zu diesem Haus gekommen, zusammen mit meiner Schwester. Wir haben das Haus erhalten. Alle die Mauern waren kaputt. Die Bauern getroffen kann man da auch nicht mehr. Es ist schon viel Land, aber wahnsinnig steil. Ich habe dann einen Bauer gefunden, einen alten Bauer, der mir zum Land schaut. Ganz vorzüglicher Art und Weise. Ich möchte nicht, dass das da alles vergammelt. Zusätzlich brauchen wir das Haus für meine Freunde, für Bekannte, als Ferienhaus. Wir kommen da am Samstag hin, wir werken etwas. Wir machen ein bisschen Garten und wollen jetzt noch eigenes Gemüse haben. Auch auf diesem Hof haben immer grosse Familien gelebt. Es sind sehr viele Leute abgewandert von hier. Hier ist, wie überall, in der Regel eine Familie hat aus 10 Kindern bestanden. Weil die Stöckli da hinten alle fehlen, waren immer 3 Generationen in den Häusern. Sie haben sich in die gleiche Küche müssen teilen. Und heutzutage geht das einfach nicht mehr so gut mit den vielen anderen Interessen, die die Jüngeren haben. Ringsland ist ja wirklich nicht. Umso bewundernswerter, wenn es immer noch Bauern gibt, die es halt trotzdem probieren und dahin bleiben. Das ist ein kleines Heimat. Der Bauer ist Maurer, geht arbeiten. Und der Vater, die Eltern sind auch noch auf dem Hof. Es sind also 3 Generationen auf diesem Hof. Der Vater hilft so gut es noch geht. Die Frau arbeitet auch mit. Es sind 7 Kinder. Und durch das ist der Betrieb noch sehr gut lebensfähig. Dank dem Einkommen aus der Maurerei. Wenn man es mit dem Nebenerwerb koppeln kann, dann ist so ein Heimat sicher noch eine wirkliche Heimat. Aber in den meisten dieser Fällen ist es eben doch so, wie unser Bauer gesagt hat. Die Jungen ziehen den höheren Löhnen an und wir können dann schauen, wo wir bleiben. Der nächste Hof ist verkauft worden vor 15 Jahren. Die Familie ist ins Unterland, wo sie einen geregelten Verdienst haben. Das Heimat ist auch sehr klein. Gekauft hat es einen älteren Bauer als Ausweg, weil daheim der Sohn jetzt bauert. Das Land hat er das meiste in Lächer gegeben, im Nachbarrunden an. Und Steilen wird noch geweidet, ebenfalls geweidet. Die ältere Generation ist sich das Werken dahin gewöhnt. Die meisten von ihnen haben ein Leben lang nichts anderes kennengelernt. Vergleichsmöglichkeiten gefehlt. Ein gestorbenes Teil? Auf eine Art vielleicht. Aber andererseits kann man das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Was man aber kann und in Zukunft auch vermehrt sollte, das ist neue Wege suchen. Der unterste Hof von diesem Teil ist der grösste Hof. Der Bauer drauf ist ein geschickter Bauer. Und der Hof wird sicher existieren bleiben. Er hat zusätzlich ist der Hof auf einer Moräne. Und ist eine grosse Käseausbeute gemacht worden. Was natürlich auch noch ein zusätzliches grosses Einkommen hat gebracht. Nicht alle haben es so ideal,
dass eine zusätzliche Einkommensquelle gerade vor dem Haus liegt. Mit dem Nebenerwerb sieht es eben nicht gerade rosig aus. Wohl hat es Industrie im Entlebuch, aber eben zu wenig, um das entsprechende Bedürfnis zu decken. Das heisst natürlich auch, dass die meisten jungen Leute ihre Lehre müssen auswärts machen. Viele kommen dann überhaupt nicht mehr zurück. Einsteils, weil es da keinen passenden Arbeitsplatz findet, und andererseits eben auch, weil sie unterdessen andere Lebensmöglichkeiten kennengelernt haben. Es ist fast ein Hexenkreis, weil einerseits weiss man heute auch in den Bergregionen, wie wichtig eine gute Ausbildung für die Jungen ist. Aber bietet man ihnen das, so kommen sie eben vielfach nicht mehr rum. Betroffen sind von dieser Entwicklung dann sicher in erster Linie die abgelegenen Höfe. Sie sind sauberhaft, die Einzelhöfe in den höheren oben. Aber sie sind auch gleichbedeutend mit Isolation. Im Winter sind sie manchmal über Wochen von der Umwelt abgeschnitten. Soziale Kontakte sind von solchen Wohnsituationen aus erschwert. Man wird wortkarg. Und wenn er so einen Bauer eine Partnerin sucht, hat er es im Vergleich zum Flachlandbauer doppelt schwer. Er kann sich nicht so gut ausdrücken. Und zu bieten hat er nur sich und seine abgelegene Heimat. So kommt es dann auch, dass immer mehr solche Bauern ledig bleiben. Nach ein paar gescheiterten Versuchen ziehen sie sich zurück, geben die Hoffnung auf. Das Problem stellt sich aber nicht nur bei den Berghöfen. Ein grosser Teil der Mädchen dahin lebt im Alter der Partnerwahl bereits nicht mehr da. Und so findet auch manche Bauer, wo kein isolierter Betrieb hat, eben keine Frau. Der Hans Schöpfer ist eins so ein Beispiel. Das Gärtli gehört den Frauen, die noch das Wohnrecht in seinem Haus haben. Sein eigenes Gärtli, eine Plastikbegonie vor dem Fenster. Damit er einer Frau etwas bieten könnte, hat er auf eigene Kosten das Haus wunderschön zweckmachen lassen. Hey ja, sie sollte es doch auch arbeitsmässig ring haben. Der Stall, also sein Arbeitsbereich, muss halt noch warten, bis er wieder genug Geld zusammen hat. Das Wohnhaus hat er mit eigenen Mitteln sanieren. Für Ledige gibt es nur Subventionen für eine Stallsanierung, nicht aber für das Wohnhaus. Das ist insofern eine nicht ganz begreifliche Kreditlösung, weil in ein nicht saniertes Haus findet ein Lediger ja noch viel weniger eine Frau. Umso bewundernswerter, dass es der Herr Schöpfer trotzdem gemacht hat. Es war nämlich ein weiter Weg von seinem abgelegenen Vaterheimat bis zum Kauf von dem Betrieb. Ein Betrieb, der mit Ausnahme vom Stall sehr gut ausgerüstet ist. Meine Liegenschaft hält im ganzen 13 Kühe, den ganzen 13 Kühe aus und hat 24 Hektar Land. Ein Mann, der von morgen bis zum Abend umsichtig werkt. Es wird 9 Uhr zum Abend, bis er fertig ist. Und nach so einem Tag hat er dann meistens Courage auch nicht mehr, um noch auf die Brutschau zu gehen. Ich hatte manchmal Gelegenheit für die Heirate. Aber ich war eigentlich ein bisschen schüch. Und die Mutter auch gefällt dazu. Und zudem die ich noch gerne hatte, die habe ich nicht einmal bekommen. Aber das war alles ein bisschen mit zusammen verbunden. Sie hatten zu wenig gutes Maul und ein bisschen geschürft. Sein Vater und seine Mutter haben noch lange allein ihr Bergheim bewirtschaftet.
wo im 1968 die Mutter gestorben ist, hatte Hans Schöpfer den Vater zu sich genommen. Und seitdem sorgt er halt für zwei. Wir haben ihn gefragt, was denn anders wäre, wenn eine Frau den Weg in das Haus finden würde. Ja, ich hätte auch schon einen Vorteil. Zum Beispiel, dass ich selber nicht mehr ins Haus halte, das wäre mir viel geholfen. Gekocht wird mir. Und sonst ist es sowieso mehr oder weniger ein einfach kochen. Und das ist eben auf die Länge auch nicht dasselbe. Das Milchgeschirr wäre wiederum Arbeit für eine Frau, zu waschen. Und eben im Haus ein bisschen Meierstöcke ein bisschen Garten, im Garten ein bisschen arbeiten und ein bisschen auf dem Grasrecht. Lange nicht geschafft, etwas Weniges. Der Vater Schöpfer sieht schon seit Jahren fast nichts mehr. Also helfen im Betrieb kann er nicht mehr. Aber es ist wenigstens jemand da, für den sich springen lohnt. Früher haben sich Jungbauern und Jungbäuerinnen fast ausschließlich an den traditionellen Festen kennengelernt. Unterdessen sind wir aber eine mobile Gesellschaft geworden. Das Auto gehört immer mehr auch zum Bauernalltag. Ist man aber wie der Hans Schöpfer hoch am Berg oben aufgewachsen, so nützt auch das Auto nicht viel. Wohl kann man damit an andere Orte, zu anderen Anlässen fahren. Aber was man dort findet, sind neuere, freiere Umgangsformen. Und da fällt es dann schwer, sich zurechtzufinden. All das sind sicher nicht nur Entlebucher-Probleme, sondern vielmehr soziologische Fragen, die wahrscheinlich aufs ganze Berggebiet zutreffen. In den Entlebucher-Dörfern wird viel Gesellschaftliches unternommen, um dem ein bisschen entgegenzusteuern. Und vielleicht sieht es auch in einer nächsten Generation wieder besser aus. Nämlich, wenn die Aus- und Weiterbildung und damit auch die gesellschaftlichen Kontakte noch grössere Ausmässe annehmen. Der Hans Schöpfer hat sich daran gewöhnt, alles alleine zu machen. Seine privaten Wünsche hat er vorderhand umgewandelt in Wünsche, die seinen Betrieb betreffen. Ich habe ein ganz grosses Problem, wie das da noch dahinter. Ich sollte die Scheune einbauen und ich habe das Geld jetzt nicht gerade für die selber zu erstellen. Und ich hoffe darauf, dass ich jemanden zur Pension bekommen sollte. Und sie sagen ja nämlich am Radio gerne, dass Berggebiet wird es geholfen mit Subventionen. Und ich bin ja jetzt noch ledig natürlich, aber ich habe schon gehört, dass ich ledigen gäbe sie nichts. Und ledigen die die im letzten Moment aussteuern. Oder wenn sie die überhaupt die Boden runterlochen, dass man nicht helfen will. Dann muss ich jeden ledigen. Wenn er jemanden gut bauert, so ist er auf eigene Steuer zu zahlen und herzubringen. Und steht zur Sache. Weil der Herr Schöpfer die ganze Hausrenovation selber bezahlt hat, glaubt er gar nicht mehr an Hilfsmöglichkeiten. Aber Tatsache ist, dass den ledigen Wohl keine Subventionen für Wohnungssanierungen gezahlt werden. Bei Stallsanierungen aber haben sie die gleichen Rechte wie die Kuraten. Vielleicht sieht es auch manchmal anders aus, wenn es in dieser Region eine Bäuerinnenschule gäbe. Die Mädchen müssen nicht mehr so weit weg und hätten so mehr Kontaktmöglichkeiten zu den da lebenden Bauern. So aber bleibt dem Hans Schöpfer vorderhand nichts anderes übrig, als alle Aufwendungen nur für sich zu machen. Und nicht für einen Junior, der all den Aufwand einmal zu schätzen wüsste. Uns geht es aber nicht darum, ein Bild von einem Entlebuch zu malen, das nur aus Ledigen besteht. Vielmehr geht es darum, aufmerksam zu machen, dass die Bauern gegenüber den Unterlandbauern sicher unterprivilegiert sind.
Für uns alle aber sind sie wirtschaftlich von einer sehr grossen Bedeutung. Und darum ist es wesentlich, dass man Wege und Möglichkeiten sucht, damit auch ihr Leben ein bisschen ringer wird. Der Hof zum Beispiel wird von einem Initiativenfamilienvater bewirtschaftet. Der Betrieb, den er gekauft hat, ist aber in so einem schlechten Zustand, dass er so nicht weitergewirtschaftet werden kann. Eine Frau und drei Kinder, das ist die Familie Lötscher, die da sonst eigentlich sehr glücklich wäre. Auch da wieder ein Betrieb mit wenig flachem Gelände, mit entsprechend viel Handarbeit. Aber immerhin, eine unternehmungslustige Familie, die, wie fast alle, gerne da bleiben möchte, die viel guten Willen hätte. Aber eben, ohne Hilfe geht es auch da nicht. Der Herr Lötscher sagt zu Recht, was würde denn aus all diesen Högern, wenn wir nicht mehr da wären? Aber bleiben können nur, wenn auch die Existenz gesichert ist. Mein Betrieb ist gut 7 Hektare, wovon es ist auch die Hälfte ist am Hoger nah. Man kann es kaum mit einer Maschine bewirtschaften und das tue ich jetzt weiden. Und mein Vater, sein Betrieb, ist auch 6,75 Hektare, wovon es ist fast 2/3 im Port drin, wo nur Weidland ist. Und so das zusammen gibt eine Existenz. Aber es ist eben auch so. Mein Betrieb ist alt und baufällig. Und man kann nur so eine Existenz aufbauen, die rentiert, wenn man saniert. Die Lötschers nutzen jede Möglichkeit, um ihr Einkommen zu verbessern. Aber trotzdem ist auch schon der Gedanke aufgekommen, alles zu verkaufen und niemand anders anzuziehen. Die eigenen Mittel langen aber trotz allem Schaffen nie dazu, den Betrieb zu sanieren. Ich habe zum Beispiel den letzten Winter auf einem Kalberstall angebaut, wo auch noch eine kleine Einnahmequelle ist. Aber mit dem allein längt es eben halt noch nicht. Man sollte Haus und Scheuer sanieren. Und es ist so baufällig, dass mit dem Umbau, dass man da nicht viel machen kann. Und dann ist es gescheitst, wenn man nebenzu neu bauen. Und nach meinem Wissen und meiner Erfahrung schon auf dem Bau kostet das rund 450 bis 500'000 Franken. Und wie das in einer Bergzone innen zahlen, das stelle mich einfach die Frage. Im Haus innen sind die Räume vom oberen Stock schon längst nicht mehr bewohnbar. Alles ist windschief. Von der Decke bröseln langsam die Balken runter. So wohnen die Lötschers nur noch im unteren Stock. In der Küche, im Wohnzimmer und Mann und Frau und drei Kinder in einem Schlafzimmer. Natürlich müssen sich Kreditgeber das erste Mal versichern, ob ein Betrieb überhaupt überlebensfähig ist. Aber wo es sich um junge, tüchtige Leute handelt, ist es eben wirklich wichtig, dass alle Hilfsquellen aktiviert werden. Das und eine optimale Ausbildung auch in diesen Regionen wird wirtschaftlich und soziologisch sicher manches verändern. Der Herr Lötscher hat mit eigenen Mitteln ein Abbruchhaus gekauft. In seinem Fall gilt es aber zuerst einmal abzuklären, ob es sich überhaupt noch lohnt, am alten Haus etwas zu machen. Oder ob es bereits ein Fass ohne Boden wäre. Amtsstellen und Kreditkassen sehen sich auch immer wieder vor einer Schwierigkeit. Nämlich, dass die öffentlichen Mittel im Vergleich zum baulichen Nachholbedarf in der Berglandwirtschaft viel zu bescheiden sind. Die kantonalen Zentralstellen für Wohnungsbau tun ihr es möglichst zur Abklärung von solchen Sanierungsfragen. Aber es stellt sich eben auch immer wieder heraus,
dass noch lange nicht alle betroffenen Bauern vollumfänglich über all ihre Möglichkeiten informiert sind. Auch der Herr Lötscher hat von einem gewissen Moment an nicht mehr durchgesehen, was er jetzt noch unternehmen könnte. Er hat nur eins gewusst. So geht es nicht mehr. Das sind einfach keine Wohn- und Arbeitsbedingungen. Um ihm an Ort und Stelle weiterzuhelfen und nach Lösungen zu suchen, ist der Herr Graber zu ihm gekommen. Er ist der Leiter der landwirtschaftlichen Kreditkasse Luzern. Herr Graber, das sieht schlimm aus, he? Ja, ich muss Ihnen das bestätigen. Das ist halt doch ein alter Bau, wo etwas muss gehen. Dass da etwas muss gehen, das ist mir klar. Aber dass ich das kann verkraften und nicht in ein finanzielles Abenteuer komme, das ist schwierig. Und dass ich da noch existiere und als Vorsteher von der landwirtschaftlichen Kreditkasse wissen die das natürlich am besten, wie man da vorgehen muss. Herr Lötscher, am besten ist es, wenn Sie sich mit unserer Kreditkasse in Verbindung setzen. Wenn eine Vorabklärung ergibt, dass die Voraussetzungen zur Gewährung von einem Investitionskredit gegeben sind, werden Sie ein Gesuchsformular bei unserer Kasse müssen einreichen, dann einen groben Grundrissplan und einen pauschalen Kostenvoranschlag. Sobald die Unterlagen bei unserer Kasse eingegangen sind, wird ein Experte auf ihren Betrieb kommen, mit denen das Bauvorhaben besprechen und mit denen versuchen, eine tragbare Finanzierungslösung zu finden. Es ist selbstverständlich, dass Sie bei allen diesen Beratungen und Verhandlungen ein Mitspracherecht haben, denn Sie können ja Ihren Betrieb am besten. Sie arbeiten ja auch auf dem Betrieb und Sie müssen ja schließlich auch später den vermehrten Immobilienaufwand können verkraften. Bei mir ist Haus und Scheuer, Sanierungs- oder baufällig. Und das ist ein grosser Mocken. Und das ist schwierig da für mich. Und wie gesagt, hier da eine finanzielle, tragbare Lösung, dass wir da nachher noch drauf existieren. Was ich Ihnen dargestellt habe, ist nun der Idealfall. In der Praxis sieht es in den meisten Fällen schwieriger aus. Vor allem, wenn grössere Umbauten müssen durchgeführt werden und auch noch Neubauten dazukommen, dann erreichen in der Regel die Eigenmittel, den normalen Bankkredit und auch das Investitionsdarlehen nicht aus, um eine tragbare Finanzierung zu finden. In diesen Fällen drängen sich dann weitere Massnahmen auf, und zwar in Richtung von Kostensenkung und von Einkommensverbesserung. Wenn auch diese Schritte nicht zum Ziel führen, gelangen wir an die zuständigen Amtsstellen und nötigenfalls auch an weitere gemeinnützige Institute, die Beiträge gewähren zur Baufinanzierung. Erfreulicherweise, Herr Lötscher, darf ich sagen, dass wir mit dieser Kreditpraxis, die wir in den letzten 15 Jahren in unserem Kanton angewendet haben, positive Ergebnisse erzielt haben. Denn in den meisten Fällen ist es gelungen, eine tragbare Baufinanzierung für Bauern zu bewerkstelligen. Schön wär's, wenn alle Volkskreise würden einsehen, dass diesen Leuten ihre Arbeit überhaupt erst möglich macht, dass uns so ein Lebensraum erhalten bleibt. Aber genauso wichtig ist es, dass die Bevölkerung dahin es neu wieder erlebt, dass Bodenverbundenheit nicht Pathos ist, sondern ein ganz wichtiges Element fürs Überleben von nachfolgenden Generationen.